So, wir zaubern uns mal eine Handyhülle. Erstmal schauen wir, in welche Größe wir das haben wollen. Ich möchte ja den Rand, einen Zickzackrand machen, von daher kann er ruhig etwas größer sein und soll ja ohne ihn zu eng sein. So, machen wir lieber so. Ja, ja, bin ich zufrieden mit. Das ist für das Vorderteil gedacht. Markieren wir das erstmal hier. Die Maße kann ich euch immer noch sagen. So. Ich würde mal sagen. Ja. Wir könnten das auch ganz professionell machen, aber. Dann wäre er auf dem verkehrten Kanal. So. Das wird erstmal unsere Schablone. Euer Rückteil soll ja eine kleine Lasche haben, also muss natürlich ein Stück größer werden. Das ist hier so ein blödes lineales Club da ja. Man kann hier kaum die Zahlen drauf erkennen. So. Unglaublich. So, 13,5. Meine Güte, meine Güte. So. So. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie groß unsere Lasche werden soll. Ich würde ja fast sagen, das ist ja okay. Abschneiden können wir immer noch was. Erstmal ein Stück größer. So. Das Handy soll ja da drin auch noch ein bisschen Luft haben. Ich hasse nichts mehr als Handyhüllen, wo ich mein Handy mit aller Gewalt drin dremmeln muss. Das kriegt ihr nicht mehr raus. So. So. So weit, so gut. Schneiden wir uns erstmal aus. Bevor wir damit auf unseren Stoff losgehen. Wie gesagt, gibt ja auch noch die Stück Stoffzugabe, von daher so. So, und jetzt geht's ans Anzeichnen. Nehmt euch euer Einhornstoff. So. Ein bisschen kippt nicht, warum ein paar Einhörner dabei haben. Ja. Nehmt da eure Zeichenkreide.
Und mit dem Teil natürlich in der Hose. Ich habe mir hier oben als Flasche noch einen kleinen Bogen dran geschnitten. Ich mag das nicht eckig. Oh, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. So, das schneiden wir jetzt erstmal aus. So, und wenn ihr euch dann eure Bedenteile ausgeschnitten habt, das eine sieht so aus. Jede, die nur die Lasche hier oben macht, huch, das ist euer Ding. Und das andere sieht so aus. Dann braucht ihr noch zwei Stücken Klettband. Man könnte doch mit Druckknöpfe machen, aber würde ich bei einer Handytasche natürlich nicht zu raten, weil die kratzt dann auf dem Display. Von daher ist das schon super. Ja, und dann eine kleine Applikation nach Wahl, was ihr so da habt. Je nachdem, wie tuffig es sein soll, wa? So. Dann legt ihr die erstmal schön zusammen. Ihr könnt die jetzt noch, wenn ihr möchtet, natürlich zusammenstecken. Dann klappt ihr mal zur Probe die Lasche runter, wo es ungefähr zugehen soll. Bei mir da habe ich schon mit einem kleinen Punkt markiert und da oben auch nochmal. Da werden wir jetzt nämlich, bevor wir zusammennähen, unseren Klettverschluss ranmachen. So. Dann nimmt er die weiße Seite, die unbedruckte, und legt so ungefähr, wo er denkt, jo, da müsste das passen, euren Klettverschluss an. Ihr habt ihn ja markiert. Dann hinein in die Nähmaschine. Ich nehme den ganz normalen, ich nähe bei 1, ganz normalen geraden Strich. Naht, nicht Strich. Wir nähen ja keine Striche. So. So, dann drehen wir ein Stückchen. Hört er, sie meckert, wenn der Nähfuß nicht unter ist. So ist brav. So habt ihr schon mal euren ersten Klettverschluss dran. So. Jetzt brauchen wir natürlich von hier hoch ihn. So. Ihr habt euch eine Markierung gemacht, also von daher alle gut. Nicht gleiche wie eben.
und jetzt macht er eure wunderschöne Applikation ran. Wie ihr sagt, ihr könnt dran machen, was ihr wollt. Ich möchte ein Herzchen dran haben. So. Schneidet dann noch die Fädchen ab. Und dann jetzt ans Tuch und dann jetzt an zusammennähen, würde ich sagen, wa? Mehr kleiner Faden. So. So, ich liebe ja diesen, wartet auf 9, diesen Zickzack-Stich, der ist eigentlich für Stretch, aber ich finde ihn schön. Ihr könnt natürlich jeden anderen wählen, ihr könnt auch den ganz normalen geraden Stich wieder wählen, das ist euch überlassen. So, wie ihr das am liebsten könnt und möchtet. So. So, jetzt dreht ihr den, einfach das Füßchen immer hoch machen und dann klappt das.
So, wieder die Fäden abschneiden. Und fertig ist euer Täschchen. Schaut mal, und so schnell habt ihr noch ein paar wunderschöne Weihnachtsgeschenke. So was Spültücher alles gut sind. Ich finde die fetzig. Wie gesagt, wenn ihr nicht ganz genau die Maße vom Handy bist, macht es einfach ein Stück größer. Die werden trotzdem gut als Geschenk ankommen.